vor dem Start noch nach Vorarlberg zu fahren, einen ganzen Tag dafür aufzuwenden und mich lange vorzubereiten für einen Vortrag. Habe es dann doch gemacht, Eitelkeit wahrscheinlich. Und jetzt bin ich aber ganz entspannt. Warum? Weil man eigentlich 31 Tage vor dem Start nichts mehr ändern kann. Es ist so, wie es ist. Wir haben 1000 Tage an dem Projekt gearbeitet und es wäre absurd zu glauben, dass wir heute noch was Wesentliches verändern können. 1000 Tage. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen über das Eisenbahnwesen ganz allgemein. Ich glaube, es gibt viele Ansichten über das Eisenbahnwesen, speziell in Österreich, die nicht ganz dem Weltbild der Eisenbahn insgesamt, der Welt, vor allem aber in Europa entsprechen. Ich werde erzählen, wie wir zur Westbahn gekommen sind, zum Unternehmen, auch zu den 130 Millionen, die der Helmut angesprochen hat. Und dann, wie ich mir mein Unternehmen vorstelle. Es geht hier um dezidierte, klare Vorstellungen, die ich zum Unternehmen habe. Und diese Vorstellungen möchte ich Ihnen gern vorstellen. Ich beginne 1909. Das war die Vorstellung eines Herrn Scherls, wie denn die Zukunft aussehen könnte. Und wie es oft ist mit solchen Zukunftsvorstellungen, werden die nicht erfüllt. Die werden völlig falsch gesehen. Also die Zukunft, was ist in 100 Jahren, wird ganz anders gesehen, als sie dann wirklich herauskommt. Und was daraus geworden ist, sehen wir heute in Frankreich, 2009, genau 100 Jahre später. Ein TGV Duplex fährt mit 320 km/h über die Landschaft, durch die grüne, unberührte Landschaft, transportiert fast 100 Millionen Personen im Jahr im Fernverkehr, macht dicke Gewinne im Fernverkehr, ist ein System, das immer wieder an Grenzen, an technische Grenzen stößt. Und hier ist die Vorstellung des Herrn Scherl mehr als übertroffen worden. Ein anderes Beispiel, das mir sehr gut gefallen hat, fast Science-Fiction-artig, 1960 die Vorstellung, dass Bus, Bahn, Straßenbahn hier, Busse sind auch noch zu sehen, Autos sind auch noch zu sehen, Flugzeug und Raketen an einem Platz zusammenkommen. Eine ganz futuristische Vorstellung. In Wahrheit wurde das bereits übertroffen in Zürich 2010. Dort treffen wirklich Auto, Straßenbahn, Bus, Fernverkehr der SBB und Flugzeuge in unmittelbarer Umgebung und durch einen Lift erreichbar zusammen. Zürich ist das Vorbild, weltweit das Vorbild im S-Bahn-Verkehr und auch in der Gesamtorganisation des Verkehrs, wie die Zukunft sein kann, nicht sein wird, sondern sein kann. Und auch die Vorstellung aus den 60er Jahren ist hier, ausgenommen die Raketen, übertroffen. Bahnen weltweit. Lassen Sie mich beginnen, indem ich ein bisschen was erzähle über Bahnen weltweit. Was gibt es denn so? Und die Welt ist nicht die ÖBB und die ÖBB ist nicht die Welt. Es gibt noch mehr. Es gibt andere Bahnen und es gibt andere Geschäftsmodelle. Und lassen Sie mich das kurz eingehen auf verschiedene Bahnen. Und es gibt international mehr als eine erfolgreiche Eisenbahn. Beginnen wir mit der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn fährt am Tag 30.000 Züge, 30.000, hat 276.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 34 Milliarden Euro. Ist also ein ungeheuer großes, sehr gut gemanagtes Unternehmen. Die Deutsche Bahn macht seit 2003 in keinem einzigen operativen Jahr einen Verlust. In keinem einzigen operativen Jahr seit 2003 und hat im letzten Jahr ein EBIT von 2 Milliarden Euro gehabt. Also das sind beeindruckende Zahlen. Die Deutsche Bahn macht ihr Geschäft wirklich gut. Und wenn dann mal auf Stern TV zu sehen ist, dass irgendjemand ausgesetzt wurde oder nicht mitgenommen wurde, na klar, das kommt vor. Bei 276.000 Mitarbeitern gibt es auch den Fall, dass jemand nicht so gut behandelt wird. Aber vom Managementstandpunkt ist die Deutsche Bahn ein hervorragend gemanagtes Unternehmen. Das Besondere neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Deutschen Bahn ist, dass die Deutsche Bahn seit 10 Jahren voll im Wettbewerb steht. Also der deutsche Markt ist zu 100% geöffnet und dennoch schreibt die Deutsche Bahn seit 2003 durchgehend Gewinne. Man kann es auch umdrehen, bevor der Wettbewerb da war, hat die Deutsche Bahn keine Gewinne geschrieben. Das ist eine Behauptung, die gemacht werden kann. Es ist so, dass die Deutsche Bahn 20% ihres Verkehrs verloren hat, also sie fährt heute 20% weniger Kilometer, transportiert aber 20% mehr Passagiere. Das ist ein Produktivitätszuwachs von 40% in 10 Jahren. In der gleichen Zeit hat der Wettbewerb, also Unternehmen wie die Westbahn, hat seinen Anteil verdreifacht und auch viele dieser Privatbahnen sind erfolgreich und verdienen Geld mit dem Bahnfahren. Und das ist ein Beispiel, an dem man einfach nicht vorbei kann, weil es wirtschaftliche Tatsachen sind. Das nächste, die SNCF.
ein Partner von uns, die SNCF besitzt 26% der Westbahn. Die SNCF hat begonnen im Jahr 1981 den TGV zwischen Lyon und Paris auf die Schiene zu stellen. Und seit dem Jahr 1981 haben sich die Passagiere verhundertfacht. Also nicht verzehnfacht, verzwanzigfacht, verhundertfacht bis zum Jahr 2005. Und jetzt sind sie nur nicht weiter gestiegen, weil die Kapazität nicht mehr ausreicht. Weder auf der Schiene, noch mit Zügen, noch mit Bahnhöfen, noch mit Zubringer zu den einzelnen Bahnhöfen. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Und der ganz große Unterschied zwischen der SNCF und vielen, vielen anderen Eisenbahnen auf der Welt ist, es gibt einen Nationalstolz der Franzosen auf ihren TGV. Das ist Teil der Landschaft, Teil des Selbstverständnisses der Franzosen. Und es gibt auch viele Studien und kein Politiker würde sich getrauen, daran zu zweifeln, dass die volkswirtschaftliche Bedeutung der Bahn sehr, sehr groß ist für Frankreich. Müssten die gleichen 100 Millionen transportiert werden mit Flugzeug oder Auto, wären die volkswirtschaftlichen Kosten wesentlich höher. Das beste Beispiel, und Sie sehen, wir sind alle immer noch sehr nah an Österreich, SBB, in dem Fall sehr, sehr nah an Vorarlberg. Die SBB ist überhaupt die beste Bahn der Welt, nicht nur in den Zahlen, man kann das einfach so behaupten, die SBB ist die beste Eisenbahn der Welt, die bestorganisierte, die bestfahrende, die bestproduzierte, das heißt der tägliche Betrieb, Bahn auf der ganzen Welt. Und dabei hatte die SBB im Jahr 1985 einen ähnlichen Ruf, wie die ÖBB heute in Österreich hat. Das wird gerne vergessen. 85, eigentlich war es 84, sind bei Umfragen Fakten herausgekommen, die sehr ähnlich sind dem, was man heute in Österreich über die ÖBB sagt. Und in 20 Jahren hat sich dieses Unternehmen so verändert, dass heute das Eigenkapital der SBB viermal so hoch ist wie 4 Jahresumsätze des Personenverkehrs. Das muss man sich vorstellen. Das Eigenkapital. Und das haben die am Markt verdient. Das haben sie nicht abgeholt vom Steuerzahler, sondern am Markt verdient. Ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Und die zwei Gründe, warum die SBB erfolgreich ist und andere nicht so erfolgreich sind, auf die werde ich noch eingehen. Letztes Beispiel und wahrscheinlich das unglaublichste Beispiel. Die Japan Rail war im Jahr 1985 völlig am Ende, wirtschaftlich völlig am Ende. Die Schulden der Japan Rail im Jahr 1985 betrugen 51% des gesamten Haushaltes von Japan. 51%. Bei der ÖBB sind es 13%, ist auch nicht wenig, aber 51% des Staatshaushaltes haben die Schulden von Japan Rail ausgemacht. 51%. Das waren damals 225 Milliarden Euro. Man hat dann zwangsprivatisiert, also nicht zwangsverstaatlicht, sondern zwangsprivatisiert in die andere Richtung und hat daraus 7 Bahngesellschaften gemacht, plus eine sogenannte Bad Bank oder Bad Rail Company, in der alles geparkt wurde, was nicht gut ist und was nicht mehr weiterverwertbar ist. Heute ist es so, dass alle 7 Gesellschaften Gewinne schreiben, dass die Gesamtschulden aller 7 Gesellschaften nur noch 10% von dem betragen, was ursprünglich die Schulden in 85 waren. Und dass die meisten dieser Unternehmen heute florierende, börsennotierte Unternehmen im Fließhandel sind. Also es gibt Menschen, die kaufen Aktien in Japan von Bahngesellschaften, weil sie glauben, dass dieses Geschäftsmodell weiterhin erfolgreich ist. So viel zur Landschaft. Es ist klar und liegt auf der Hand, dass nach den internationalen guten Beispielen ich auch auf die Bahn in Österreich zu sprechen kommen möchte und auch auf die Tatsache, warum ich glaube, dass wir erfolgreich sein werden als Westbahn und warum es die ÖBB schwer haben. Ich hoffe nicht, dass bei Ihnen der Eindruck entsteht, dass ich hier ein ÖBB-Bashing betreibe, wie es mir gerne vorgeworfen wird. Ich war Mitarbeiter dieser Gesellschaft und habe gerne dort gearbeitet, bin nicht freiwillig weggegangen und würde gerne einen Beitrag zum Eisenbahnwesen in Österreich leisten. Aber das sind einfach die Tatsachen, die wir festhalten können. Da fangen wir mit einem vielleicht nicht so guten Beispiel an. Das ist ein Schnellbahnzug ET4030, wie ihn auch die Montafoner Bahn bis zum Jahr 2000 für den Schülerverkehr hatte. Vielleicht kennen Sie noch oder sind Sie mit dem vielleicht auch sogar mal mitgefahren. Der ist 41 Minuten Verkehr zwischen Wien-Liesing und Wien-Süßenbrunn mit 14 Stopps. Das war im Jahr 1970. Im letzten Jahr, 2010, braucht der neue Talentzug für exakt dieselbe Strecke exakt dieselben Haltestellen, Wien-Liesing, Wien-Süßenbrunn, 47 Minuten. 40 Jahre später. Und das ist nicht
boshaft herausgesucht. Das ist ein exemplarisches Beispiel, wie es wirklich einfach ist. So ist es. Es ist nicht fast so oder es ist nicht letztes Jahr so, weil das ein schlechter Fahrplan war. Es ist so. Die Fahrzeit zwischen Wien-Liesing und Süßenbrunn beträgt, ist heute länger als vor 40 Jahren. Es gibt auch das oft zitierte Beispiel, dass die Fahrt nach Prag heute in etwa gleich lang ist wie zu Dampflokszeiten. Und das stimmt, ich habe es nochmal recherchiert. Die Dampflok hat genau 15 Minuten länger gebraucht zwischen Wien und Prag, als das heute mit dem Eurocity der Fall ist. Natürlich fährt der Zug heute eine andere Strecke und natürlich musste lang der Lokführer an der Grenze gewechselt werden, weil es einen anderen Tarifvertrag gibt. Ist alles klar und es gibt für alles eine Erklärung, wie es halt im Leben so ist. Aber die Tatsache ist, 100 Jahre später braucht der Zug in etwa gleich lang zwischen Wien und Prag, zwischen zwei europäischen Hauptstädten, wie das vor 100 Jahren der Fall war. Warum ist das so? Ich hab täglich damit zu tun, warum ist es so, warum glaube ich, dass es die ÖBB schwer hat und warum glaube ich, dass es wir nicht so schwer haben werden. Und warum glaube ich, dass wir erfolgreich sind. Aber dazu braucht es zuerst die Analyse des Marktes. Der erste, aber nicht wichtigste Grund ist, deshalb beginne ich gern mit dem, ist, die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs in Österreich ist nicht zur Gänze geklärt. Insgesamt tragen die Kunden selber, die Verbünde, die Länder und der Bund zur Finanzierung des öffentlichen Verkehrs bei. Es ist aber nicht so, dass einer A bezahlt und der andere B und der andere C, sondern diese Töpfe sind vermischt. Die Gültigkeitsdauern der Verträge sind überlappend. Das heißt nicht, dass alle Verträge von Bund und Land am gleichen Tag enden, sondern der eine geht bis 2015, der andere geht bis 2020. Wenn Sie jetzt versuchen, ein Teilstück neu aufzustellen, wenn Sie versuchen, den Verkehr zwischen, um kein Vorarlberger Beispiel zu nennen, aber zwischen Salzburg und Graz neu zu vergeben, einen neuen Vertrag zu finden, dann brauchen Sie alle vier Vertragsparteien, die unterschiedliche Vertragsdauern haben und unterschiedliche Interessen haben. Das führt dazu, dass mittelfristig sich an dem System der Finanzierung, außer durch harte Einschnitte, nichts verändern wird. Das System haben wir, das System hatten wir. Es wurde heuer versucht, durch einen neuen gemeinwirtschaftlichen Leistungsvertrag das zu verändern, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Das zweite sind regionalpolitische Interessen. Wie kann es möglich sein, dass man einen Koralmtunnel baut, aber nicht den dazugehörigen Semmering-Basistunnel? Wie kann es sein, dass ein Bundesland den Semmering-Basistunnel über Jahrzehnte verhindert und gleichzeitig erlaubt, dass auf genau der gleichen Strecke ein Autobahntunnel gebaut wird, der angeblich nicht das Grundwasser beeinflusst? Wie ist das möglich? Wie ist in einem zivilisierten Land möglich zu argumentieren, dass ich ein Haus baue, aber keine Zufahrt, keine Einfahrt und keine asphaltierte Straße dorthin? Wie kann das sein? Und Tatsache ist, der Koralm ist weit vor dem Semmering-Basistunnel fertig und Tatsache ist, dieser Tunnel wird nicht in dem Ausmaß befahren werden können, auch nicht im Ansatz befahren werden können, wie er dafür ausgelegt ist. Anderes Beispiel, ich hoffe, es sind nicht so viele Tiroler da, die mir das dann übel nehmen, aber für den EU-Beitritt Österreichs wurde Tirol zugesagt, um gute Stimmung politisch zu machen, das Unterinntal mit einer neuen Trasse auszubauen. Man hat von 1996 bis 2011, bis heuer, an dieser Trasse gebaut. Man hat keine bautechnische Schwierigkeit ausgelassen. Man hat die komplizierteste Schallschutzwand der Welt gebaut, indem man nämlich das gesamte Unterinntal durchtunnelt hat. Weder die Deutschen haben die Zulaufstrecke gebaut, noch die Italiener haben die Zulaufstrecke gebaut. Und ob der Brenner Basistunnel, der eine Bedingung ist für diese Zulaufstrecke, jemals gebaut wird, ist völlig offen. Gleichzeitig haben die politisch damals genannten 960 Millionen für die Unterinntaltrasse geendet bei 2,2 Milliarden, also mehr als das Doppelte. Und das sind einfach Tatsachen, die auf regionalpolitische Interessen zurückzuführen sind. Dritter Grund, und das ist der schwierigste zu nennende Grund, weil man natürlich gleich in das Fahrwasser kommt, dass man keine Belegschaftsvertretung will oder in der Belegschaftsvertretung prinzipiell was Schlechtes sieht. Ich sehe das nicht so. Es braucht die Belegschaftsvertretung, es braucht die gewerkschaftliche Organisation der Mitarbeiter, das ist alles in Ordnung. Aber die Abschlüsse der letzten 50 Jahre kumuliert zusammengefasst, also nicht der Abschluss von 2007 oder der Abschluss von 2008 oder der Abschluss von 2009, sondern
jeweils der eine Abschluss basierend auf dem vorigen Abschluss haben zu einem absurden System geführt. Heute ist es so, und ich habe das extra gestern, um nichts Falsches zu sagen, noch einmal geprüft bei einem Mitarbeiter der ÖBB, überprüft, ob das inhaltlich richtig ist. Heute ist es so, dass Sie einem Lokführer 14 Tage vor seinem Dienst sagen müssen, welchen Dienst er genau zu machen hat. Und wenn er einen anderen Dienst zu machen hat, dann macht er das als Überstunde. Also der fährt statt mit dem Zug Richtung Bludenz, fährt er mit dem Zug Richtung Bregenz, ist ein anderer Dienst, wurde ihm das innerhalb der 14-Tage-Frist gesagt, fährt er auf Überstunden und nicht auf normalen Basisstunden. Was zu absurden Situationen führt, dass Lokführer in Österreich den Fall haben können, dass sie zu wenig Regelarbeitsstunden in einem Monat haben, also die 160 Regelarbeitsstunden, aber Überstunden bezahlt bekommen für Dienste, die sich geändert haben. Und das verstehen auch die Mitarbeiter nicht. Ich habe das wirklich extra nochmal geprüft. Es ist so, und auch die Mitarbeiter haben keine Lust auf diese Inflexibilität des Systems. Komme aber zu den zwei wirklich wichtigen Gründen, warum ich glaube, dass es die ÖBB schwer hat und wir nicht schwer haben werden und erfolgreich sein werden. Der eine ist, und das hat die Schweiz erfolgreich gemacht. Die Schweiz hat im Jahr 85 einen Plan gemacht, der hieß Bahn 2000. Und dieser Plan hatte folgenden Inhalt. Wie sieht der Fahrplan im Jahr 2005 in der Schweiz aus? Was hätten wir gerne? Wie oft hätten wir gerne einen Zug zwischen Zürich und Basel und zwischen Bern und Basel und zwischen Chur und Zürich? Das haben die 20 Jahre im Voraus schriftlich festgelegt. Dann haben sie was Kluges gemacht, sie haben das Volk darüber abstimmen lassen. Und kein Politiker in den 20 Jahren hat sich getraut, an diesem System was zu ändern. Das war an die Wand geschrieben, in Stein gemeißelt, das war fix. Keiner hat daran was geändert. Und 2004, ein Jahr früher als geplant und unglaubliche 1,4 Milliarden Franken günstiger als prognostiziert, wurde das System eingeführt. Also ist ja überhaupt der Überhit. Also ich habe es dann nochmal nachgeprüft, weil der ehemalige SBB-Chef bei uns im Aufsichtsrat ist. Die haben 1,4 Milliarden günstiger abgeschlossen, diese Projekte, und haben ein Jahr früher begonnen und es hat über Nacht funktioniert. Und die SBB hat einen durchgehenden Taktfahrplan zwischen diesen Städten. Und der Trick dabei war und das Wichtige dabei war, sich 20 Jahre vorher zu überlegen, was man tut und dann zu bauen. Also nicht ein Loch zu buddeln und dann zu schauen, was durchfährt, sondern die Löcher dann zu bohren, wenn man weiß, wie viel Verkehr dort zu erwarten ist. Und das ist der ganz große Unterschied. Und das klingt so einfach und so klar, dass man sich eigentlich fragt, warum tut das nicht jeder? Warum tut das nicht jedes Land? Warum gehen wir in Österreich nicht her, machen einen sogenannten Rahmenplan für 20, 25 Jahre. Der Fahrplan im Jahr 2035 soll so und so aussehen. Und dann arbeiten wir alle daran und das passiert nicht. Es passiert im Übrigen auch nur nicht in Österreich, es passiert nicht in Deutschland und es passiert in keinem anderen Land. Das einzige Land, das etwas Ähnliches macht, sind die Holländer und auch die Holländer sind wirtschaftlich sehr erfolgreich. Das zweite und der zweite und dann letzte Grund, insgesamt habe ich Ihnen fünf Gründe genannt, aber der zweite wirklich wichtige Grund ist, in der Schweiz gibt es ein einheitliches Ticketing. In der Schweiz gibt es eine Karte, das Generalabo, mit dem man auf jedem öffentlichen Verkehrsmittel, zum Teil sogar mit Skiliften, fahren kann, ohne weiter was dafür zu bezahlen. Schiffe, Busse, Straßenbahnen, Züge, man fährt mit diesem Generalabo. Das Generalabo war zu Beginn kein Wahnsinnserfolg, aber heute gibt es 428.000 Menschen, die das in der Tasche haben und damit 428.000 Menschen, die potenzielle tägliche Nutzer sind, die sich überlegen bei schlechtem Wetter, setze ich mich ins Auto oder setze ich mich in die Straßenbahn oder in den Bus. Das ist ein Riesenvorteil. Menschen zu committen, dadurch, dass sie Geld ausgeben im Voraus, darauf kann man bauen, die haben einen Plan. Jemand, der bereit ist, 3.500 Schweizer Franken auszugeben, der hat einen Plan, der hat sich committed zum öffentlichen Verkehr und auf diesen Plan kann man aufbauen. Noch erfolgreicher und das mit Abstand erfolgreichste Ticket der Welt ist das Halbtags-Abo. Halbtags, das wäre vergleichbar mit unserer Vorteilskarte in Österreich. Halbtags-Abo der SBB und 30% der Schweizer haben das in der Tasche. 2,6 Millionen Schweizer von 8 Millionen haben ein Halbtagsabo und haben dafür Geld bezahlt. Und jeder von diesen 3 Millionen ist ein potenzieller Nutzer des öffentlichen Verkehrs. Und das ist einfach wunderbar.
Das macht den großen Unterschied. Ähnlich erfolgreich mit so einem System sind die Deutschen, nicht ganz so erfolgreich, die haben es etwas komplizierter. Aber die Schweiz hat gezeigt, dass durch einen langfristigen Plan im öffentlichen Verkehr und durch ein einheitliches Ticketing über alle Verkehrsteilnehmer der Markt aufgebaut werden kann. Und die wirklich umwerfende Zahl, und da bin ich wirklich euphorisch, weil ich aus dem Bereich komme, die Schweizer Bahn hat mit gleich vielen Mitarbeitern, wie sie 1991 hatte, nämlich 28.000, die Anzahl der Passagiere verdoppelt. Heute fahren doppelt so viele Menschen in der Schweiz Zug wie 1991 bei gleich vielen Mitarbeitern. Das ist eine Verdoppelung der Produktion, der Produktivität. Eine Verdoppelung der Produktivität, und das ist ein international unerreichtes Beispiel, das aber meiner Meinung nach und der Meinung vieler Verkehrsexperten nach leicht nachgebaut werden könnte. Gut, hier sehen Sie noch etwas, was wichtig ist, bevor ich zur Westbahn komme. Hier wird aufgetragen, wie viel Bahn wird denn in den einzelnen Ländern gefahren. Mit großem Abstand, weil ich habe sie lange jetzt eingeleitet, ist die Schweiz natürlich vorne. In der Schweiz fährt jeder Schweizer im Durchschnitt 2000 Kilometer mit der Bahn. An der zweiten Stelle Frankreich, bedingt durch die 100 Millionen Passagiere im TGV, ganz klar. Aber schon an dritter Stelle Österreich. Also man kann behaupten, und das ist nicht eine Einjahresstatistik, das ist ein Mittel über mehrere Jahre, man kann mit Fug und Recht behaupten, Österreich ist eigentlich ein Bahnland. Man kann das sagen. Es liegen Länder wie Deutschland deutlich hinter Österreich. Deutlich. Andere Länder, Großbritannien, Spanien mit hervorragenden Fernverkehren, hervorragenden Schnellverbindungen, Irland, liegen deutlich hinter Österreich. Also wir haben auf der einen Seite die Situation, dass nicht alles ganz passt und auf der anderen Seite eigentlich einen Markt, der die Bahn will, die Österreicher fahren Zug. Das ist eigentlich eine seltsame Situation. Die Schweiz ist erfolgreich, die haben viele Bahnfahrer und haben ein gutes System. Österreich hat ein vielleicht nicht in jedem Detail gutes System, aber relativ viele Bahnfahrer. Das ist ein wichtiger Punkt. An letzter Stelle übrigens Griechenland. Und gestern bei der Bahnfahrt von Wien nach Innsbruck haben wir das angeschaut noch einmal. Die griechische Bahn ist natürlich keine besonders gute, das brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht im Detail erklären, aber interessanterweise machen die einen Umsatz von 200 Millionen Euro im Jahr und ein Defizit von 800 Millionen pro Jahr. Also die machen, das ist wirklich so, ich habe es an zwei Quellen kontrolliert, die machen den vierfachen Verlust von dem, was sie einnehmen, aufgrund der Tatsache, dass ein Lokführer Grundgehalt von 7.000 Euro hat und bis zu 10.000 Euro im Monat dort verdienen kann. Gut. Zur Westbahn. Ich glaube, ich habe jetzt eindeutig und klar versucht darzulegen, dass Bahn Sinn macht. Es gibt Länder, in denen man mit Bahn Geld verdienen kann, in denen die Bahn eine unglaubliche volkswirtschaftliche Bedeutung hat. Deutschland, Japan, vor allem aber die Schweiz. Ich habe Ihnen auch gezeigt, dass Österreich eigentlich bahnaffin sind, dass man bei uns gerne Bahn fährt. Und diese beiden Dinge zusammengenommen und mein Rausschmiss bei der ÖBB im Jahr 2008 haben mich dann eigentlich überlegen lassen, soll ich selber eine Bahn gründen. Interessanterweise könnte man das seit 1996 in Österreich tun. Also seit 1996 könnte jeder, der Lust und Wissen und Geld hat, hergehen und eine Bahn gründen und direkt gegen die ÖBB fahren. Die pure Tatsache, dass bis 2008 niemand das gemacht hat, zeigte schon, dass es nicht ganz einfach ist. Also 12 Jahre hat es gedauert vom geöffneten Markt, bis das jemand gemacht hat. Und das ist so verlaufen, dass ich dann am Vormittag zu einer Sitzung bin und am Nachmittag nicht mehr zurück ins Büro durfte und dann praktisch freigesetzt war innerhalb der ÖBB. Das war im Frühjahr 2008. Und ich dann relativ rasch mir überlegt habe, nach USA zu gehen, um mich zurückzuziehen und zu überlegen, was ich mit dem weiteren Leben mache. Ich habe dann ein MBA begonnen in Stanford und habe dort extra ein MBA rausgesucht, der sich mit neuen Unternehmen, Entrepreneurship, beschäftigt hat und habe dort als Teil der Vorlesung mit meinen Professoren, mit meinen Kommilitonen den Fall Westbahn diskutiert. Ich habe zu denen gesagt, was haltet ihr davon, eine Eisenbahn zu machen? Oh, you're crazy, it doesn't work. Und wer die Züge in Kalifornien kennt, weiß, das geht natürlich nicht. Wir haben dann trotzdem einen Businessplan erarbeitet, zusammen, Professoren, Kommilitonen und ich. Und mit diesem Businessplan bin ich zurück nach Österreich und
habe dann gleich einmal erfahren, das ist zwar schön, viel Papier zu haben und schöne Zahlen zu haben, aber der Plan ist nichts wert, wenn nicht eine internationale Wirtschaftsprüfungsagentur dem Ganzen ein Gewicht gibt. Das müssen internationale Profis prüfen, die müssen das darstellen, die müssen das in ihre Worte fassen, die müssen das in ihre Charts fassen. Und ich bin dann zu einer der großen internationalen Kanzleien, habe aus eigener Tasche 500.000 Euro für die Umsetzung des Businessplanes in ein präsentierbares Papier gesetzt. Also mich hat das 500.000 Euro gekostet zu dem Zeitpunkt, zu dem ich nicht gewusst habe, ob das Papier bleibt oder ob das ein erfolgreiches Unternehmen wird. Also das war der Teil, den ich vorgeschossen habe. So ungefähr hat das ausgesehen im Jahr 2008. Ich habe mich auf die Schienen gesetzt und dann hatte ich den Businessplan und hatte viel Geld ausgegeben. Und der war wunderschön, waren einige hundert Seiten in den richtigen Farben und in richtigen Präsentationstechniken und alles war super. Und dann hat mir jemand gesagt, dein Geld ist jetzt weg, mehr habe ich nicht mehr. Jetzt müssen wir jemanden finden, der bereit ist, mit dir ins Risiko zu gehen. Und ich bin dann mit einigen Anwälten zusammengesessen und habe gesagt, ich brauche Leute, die bereit sind, mit mir Geld für die Eisenbahn auszugeben. Wir haben eine Shortlist gemacht von 5 Personen in Österreich und die Nummer 1 auf der Liste war der Herr Haselsteiner. Hans-Peter Haselsteiner kennt jeder, Strabag-Chef, eine Person, die nicht nur investiert in Bau, sondern privat auch in viele Dinge, nicht zuletzt in Hilfsprojekte in Rumänien investiert. Und ich habe mir gedacht, wenn er ein Herz hat für Rumänien, vielleicht hat er auch ein Herz für einen jungen Nachwuchsmanager, der Eisenbahn ausgesucht hat, unter den vielen Dingen, mit denen man Geld verdienen kann. Ich bin zu ihm. Und bis zum zweiten auf der Liste bin ich gar nicht mehr gekommen, weil er hat sofort Ja gesagt. Also beim einen halben Treffen, eigentlich, es war nicht ganz das erste, aber gleich beim zweiten Kontakt hat er eigentlich zugestimmt. Er hat gesagt, ja, es gefällt mir, ich bin dabei. Aber die einzige Bedingung ist, ich muss mit ins Risiko gehen. Und das war die erste Lehre eigentlich aus der Gründung der Westbahn. Papier ist super, gute Idee ist noch besser. Und die gute Idee, dann in schönem Papier zu haben, das ist das Allerbeste. Aber ohne mit ins Risiko zu gehen, geht gar nichts. Und das Risiko, das ich vorweg eingebracht habe, nämlich das Geld für den Businessplan, das war zu wenig. Ich musste mich weiter verschulden. Er hat verlangt, dass ich mich so verschulde, dass er ein gutes Gewissen hat, wenn er viel mehr Geld reinlegt als ich. Das war eigentlich die Lehre zu Beginn des Unternehmens. Und damit war für mich klar im Herbst 2008, ich muss mich verschulden. Ich muss auch aus der Familie Geld in etwas stecken, an das ich glaube. Und dann sind andere bereit, mit mir dieses Risiko zu tragen. Und das war die harte Entscheidung. Und für mich war es gar keine Frage. Natürlich habe ich das gerne gemacht. Einfach für den Kunden hieß dann die Firma. Westbahn war ein Arbeitstitel und ist dann geblieben als Projekttitel überhaupt für das ganze Projekt. Das heißt, die Westbahn bietet Tickets online und onboard. Niemand braucht zum Automaten oder zum Schalter gehen. Sie setzen sich in den Zug und kriegen im Zug ihr Ticket ohne Aufpreis, ohne Strafgebühr, mit jedem Zahlungsmittel, mit ausländischer Währung, ganz egal was sie wollen. Sie kriegen bei uns ihr Ticket am Zug, so als ob sie am Schalter wären oder im Internet wären. Zweitens, ein Steward pro Wagen. Und das ist das meist kritisierte von außen, aber jetzt stellt sich heraus, das Allerwichtigste für unser Unternehmen. Wir haben festgelegt, dass pro Waggon ein Mitarbeiter drauf ist, der sich um alle Anliegen der Kunden kümmert. Nämlich nicht nur ums Löchermachen in Papier, nämlich Kontrollieren eines Tickets, sondern das Ausgeben von Tickets, die Grobreinigung, die Information, die Unterhaltung, soziale Aspekte des Miteinanders am Zug. All das macht ein Steward pro Waggon am Zug. Dann, ganz wichtiger Punkt und von vornherein festgelegt, wir wollten einen Fahrplan, der einfach ist. Und einfach heißt, ich brauche ihn mir nicht zu merken oder aufzuschreiben, weil er ist so einfach, dass er sich selber ergibt. Und das ist er dann, wenn ich 365 Tage im Jahr zur gleichen Zeit wegfahre, keinen Zug auslasse, keinen Zug dazugebe, nicht verstärke, nicht abschwäche. Ich habe ein System, das man sich merken kann. Und Wiener Kunden oder Salzburger Kunden müssen nur eines tun. Sie müssen sich die Abfahrtsminute der Westbahn, der Firma Westbahn merken, wann fährt der Zug von meiner Stadt weg. Die dazwischen müssen sich zwei Zahlen merken, nämlich wann fährt er nach Osten und wann fährt der andere nach Westen. Das ist alles, was man sich merken muss. Und jede Stunde passiert das Gleiche, dann fährt der Zug jede Stunde zur gleichen Minute weg. Kleine Einschränkung, im ersten Jahr haben wir 3 Löcher,
aus umlauftechnischen Gründen, aber bereits ab dem zweiten Jahr werden wir jede Stunde exakt zur gleichen Minute unsere Züge fahren. Und vierter Punkt, für mich wichtig, weil ich nicht anders leben kann, gratis WLAN am Zug. Internet am Zug und das gratis und ohne Login und ohne zu sagen, wer ich bin und E-Mail-Adresse bestätigen und SMS-Nachricht reingehen, Deckel aufmachen, einloggen. So wie ich es heute hier erlebt habe, auch im Festspielhaus, das VOL-Net. So muss es am Zug sein. Und das muss gratis sein. Und keine Eisenbahn weltweit bietet bisher gratis Internet am Zug für alle Kunden. Und alle Mobilnetze, alle vier Mobilfunkprovider Österreichs müssen am Zug verstärkt und unterstützt sein. Also nicht einer, weil man den am besten kennt und der andere auf gar keinen Fall, weil sonst der eine was dagegen hätte, sondern alle vier, und das haben wir 2 Jahre hart verhandeln müssen, um zu dem Schluss zu kommen, es muss einfach für den Kunden sein. Ich brauche mir nicht überlegen, wo kriege ich das Ticket, ich brauche mir nicht überlegen, wann fährt der, ich brauche mir nicht überlegen, geht mein Handy, und ich brauche mir nicht überlegen, kann ich die Mails kontrollieren. Für all das sorgen wir. Und das sind die Grundprinzipien der Westbahn. Und daraus geworden ist zum Beispiel unsere Homepage, auf der es nur 3 Tickets zu kaufen gibt. Ich hoffe, man sieht das hier. Es gibt eine Einzelfahrt, es gibt eine Kilometerbank und es gibt eine Zeitkarte. Das war's. Wir haben 3 Tickets. Mehr gibt es nicht. In den ÖBB-Systemen gibt es 2200 Tickets. Und vor wenigen Jahren waren es noch 4000 Tickets. Das ist nicht Dummheit oder Unwissenheit, das sind äußere Zwänge, die die ÖBB hat mit Kooperationen und Verbünden und Auslandsgesellschaften. Aber 3 Tickets zu haben, ist einfach einfacher, auch für den Mitarbeiter, der es abhandeln muss, als 2200 Tickets zu haben. Und so haben wir das Unternehmen aufgestellt. Also nur 3 verschiedene Tickets. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ich traue mich wetten, niemand von Ihnen hat jede allgemeine Geschäftsbedingung der ÖBB gelesen oder auch nur ausgedruckt, um sie später mal zu lesen. Das macht niemand freiwillig. Ich habe gefordert, unsere AGBs müssen auf eine A4-Seite passen. Eine A4-Seite. Ich habe den Anwälten gesagt, ihr könnt drucken, so klein ihr wollt, Schriftgröße 6, aber es muss eine Seite sein. Ich habe 3 Anwälte verbraucht, die es nicht hergebracht haben und der 4. hat es hergebracht. Und wir haben heute AGBs auf einer A4-Seite. Und die AGBs haben schon Referenzen nach außen, auf europäisches Recht, auf nationales Recht, aber der Kern der AGBs passt auf eine A4-Seite. Und so soll es sein. Und ich traue mich wetten, ich wette, ein Monatsgehalt darf ich nicht sagen, ich verdiene nichts, aber ich wette darauf, dass mehr Menschen unsere AGBs lesen werden, als in der Geschichte der ÖBB jemand deren AGB gelesen hat. Und der letzte Punkt, und darauf bin ich besonders stolz, ich habe gelernt bei einer amerikanischen Airline, die JetBlue, die haben ein System, das unglaublich unkompliziert ist, nämlich der Kunde darf zu jeder Zeit stornieren, umtauschen, umbuchen und das ohne Gebühr und kriegt am Ende ein Danke dafür. Also die bedanken sich dafür, wenn man umgetauscht hat oder storniert hat. Und ich wollte das von Anfang an, ich habe gesagt, ich will das auch, das ist voll super. Weil wenn jemand was kauft und dann hat er das Gefühl, er kann es jederzeit umtauschen, dann kauft er mehr. Und genauso haben wir das gemacht. Die Policy bei uns ist, Sie können jedes Ticket, egal wann und egal wie und egal wo Sie es gekauft haben und wenn Sie es auf der Straße gefunden haben, bei uns umtauschen in Bargeld, zu jeder Zeit. Ohne Abzug, ohne Stornogebühren, ohne Fristen oder Ähnliches. Wir mussten aus reinen juristischen Gründen die Gültigkeitsdauer auf 1 Jahr beschränken, haben aber schon einen Weg gefunden, es nach diesem Jahr wieder für 1 Jahr zu verlängern. Das heißt, wenn Sie ein Ticket irgendwo in die Hose stecken und dann vielleicht ein Jahr später finden oder 2 Jahre später im Wintermantel, den Sie irgendwann nicht gebraucht haben, dann können Sie es bei uns wieder verwenden. Und diesen Zugang, den wollen die Kunden unserer Meinung nach. Das ist daraus geworden, das ist unser erster Zug, hier bei Testfahrten in der Schweiz. Es ist ein wunderbares Produkt der Firma Stadler. Stadler Rail, vor 20 Jahren noch ein 20-Mann-Unternehmen, heute ein internationaler Superkonzern, der Züge baut, wie sie es von den großen Konkurrenten nicht gibt. Ein Voll-Aluminium-Zug, also der ganze Zug ist alles aus Aluminium, nur 300 Tonnen schwer bei 500 Sitzplätzen, also sehr wenig Gewicht pro Passagier. 200 km/h schnell, zu einem vernünftigen Preis von 15 Millionen Euro pro Zug.
Und für diese Züge haben wir uns entschieden, ganz früh im Projekt. Und Stadler war die einzige Firma weltweit, mit der dieses Projekt umsetzbar war. Aus dem einfachen Grund, weil wir vor 3 Jahren nicht gewusst haben, wie der Zug aussehen wird. Ich habe nicht gewusst, ob der blau-weiß-grün ist, ob die Sitze aus Leder oder aus Stoff sind, ob die WCs grün oder hellgelb sind und welche Sicherheitsmaßnahmen wir im 2011 brauchen. Und Stadler war bereit, eine A4-Bestellung aufzunehmen. Da stand drauf, 7 Züge geliefert am 11.12.2011, zugelassen in Österreich, Schweiz und Deutschland. 200 km/h. Das war die Bestellung. 110 Millionen Euro. Und die waren bereit, das einzugehen. Also es braucht nicht nur den Kunden, der fordert, es braucht auch den Lieferanten, der das eingeht. Und die sind das Risiko eingegangen, dass wir bis heute, 30 Tage von dem Start, noch Kleinigkeiten am Zug ändern und somit das beste Produkt haben und nicht jahrelang ausschreiben und ein Produkt kriegen im Jahr X, das im Jahr X-3 bereits veraltet war. Also großes Lob an Stadler. Ist das hier noch eine Innenansicht. Wir haben einen sehr architektonischen Stil gewählt, also nicht Plüsch und Schalala, sondern ganz gerade Linien. Wir haben Architekten genommen, Innenarchitekten, um den Zug einzurichten. Ein Design ist eine schwierige Sache. Sich da selber einzumischen, ist wahrscheinlich einer der größten Fehler, den man machen kann. Man muss das Experten überlassen. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Alle, die bisher im Zug waren, sind auch zufrieden und ich bin überzeugt, dass wir hier wesentlich über dem Wettbewerb liegen werden. Hier noch die Daniela Zeller, die bei uns inzwischen arbeitet, die ehemalige Ö3-Lady, die hier in einem unserer Cafés sitzt. Wir haben sehr früh gemerkt, dass Bahnfahren zwischen Salzburg und Wien zwar toll ist und viel Beachtung am Markt erntet, aber wir haben auch gemerkt, dass es nicht genügen wird. Die ÖBB hat die wichtigen Züge, die sonstigen Züge in der Hand. Und wir haben dann kurzerhand mit dem zweitgrößten Busunternehmer Österreichs, privaten Busunternehmer Österreichs, die blauen Linien eingeführt. Diese hier, also wir fahren ein Netz von Wien nach Klagenfurt, von Salzburg nach Villach, Salzburg-München, Linz-Prag und vor allem Linz-Graz mit eigenen Bussen, mit dem sogenannten Westbus. Das heißt, vor dem Start der Westbahn haben wir uns entschlossen, bereits größer zu werden und auf Angriff zu gehen. Und Angriff ist in dem Fall wirklich das richtige Wort. Wir wollten nicht wichtige Zulaufverkehre dem Konkurrenten auf der Schiene überlassen. Klar ist aber auch, dass es unser Ziel ist, diese Verkehre vor allem hier möglichst rasch durch Züge zu ersetzen. Ich komme noch darauf, warum das in Österreich nicht ganz so einfach ist, aber wir haben den Westbus gegründet, so sieht er aus. Der Westbus ist ein Luxusprodukt, 5-Sterne-Bestuhlung, wer sich im Bussektor auskennt, riesige Beinfreiheit, Ledersitze, gratis WLAN auch im Bus auf der gesamten Fahrt sowie auch in den Tunnels, was haben wir noch, Automaten an Bord, Service an Bord, also all das, was die Westbahn bietet, wird auch der Westbus bieten und das alles auch ab dem 11. Dezember. Auch noch ein Bild von Ihnen. So, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Und ich habe das genannt, Sachen zum Lachen oder es kommt darauf an, für wen man arbeitet, dann findet man es lustig oder eben nicht so ganz lustig. Das ist ein Ausschnitt aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 4. März 2011 und ich habe es nicht selber geschrieben, also es hat wirklich ein echter Redakteur der Neuen Zürcher, hat das geschrieben und der hat geschrieben, Ordnungspolitik auf Österreich setzt voraus, dass es zumindest 2 Ausnahmen gibt. Erstens eine für den Ex-Monopolisten, die noch gleicher behandelt werden wollen und zweitens eine Hintertür für die Regierung für jederzeit mögliche diskretionäre Eingriffe. Das hat die NZZ geschrieben bei einer Analyse der europäischen Landschaft der Öffnung der Märkte. Die haben sich da verschiedene Beispiele angesehen und sind bei Österreich im Fall Post, im Fall Glücksspielmonopol und im Fall Telekom zu dieser Aussage gekommen. Also die haben mit uns dann noch gar nicht gesprochen. Und die sprechen mir natürlich direkt von der Seele. Also genau das ist es, was uns passiert ist. Ich gehe da ein bisschen ins Detail. Zuerst hat das mal bedeutet, dass wir Unmengen an Papier behandelt haben. Die erste Eingabe, die wir an die Ministerien gemacht haben, haben wir in Metern gemessen und nicht in Blatt Papier oder Seiten, sondern in Metern. Und wir haben eine Spedition dann beauftragt, diese glücklich zusammengebundenen Blätter in den großen Stapeln in dreifacher Ausführung auch zu übergeben. Es stört mich nicht, dass wir viel Papier machen mussten. Das geht nicht darum, dass wir viel Papier machen. Aber jemand, der viel Papier macht, das bedingt ja auch, dass jemand anderer das lesen muss, analysieren muss. Und das kann nicht schnell gehen. Und die erste Phase war eigentlich nur und ausschließlich, dass wir uns damit beschäftigt haben,
welchen Nachweis müssen wir noch bringen, um sicherzustellen, dass das und das und das geschieht. Nun ist klar, ein Rechtsstaat braucht Regeln, ein Rechtsstaat braucht ein System. Ob das System dann aber immer lauten muss, liefer mir möglichst alles schriftlich, um sicher zu sein, das ist eine andere Frage. Es ist dann Folgendes passiert, 2 Jahre lang wurden wir relativ in Ruhe gelassen. Wie ich heute weiß von Mitarbeitern, die nicht mehr jetzt im Ministerium sind, war das die Phase, in der man uns eigentlich nicht ernst genommen hat. Also man hat gesagt, die kommen eh nie ins Fahren, das wird sowieso nichts, also kriegen sie das und das als Genehmigung. Also es war damals eher so, dass man geglaubt hat, die kommen nicht ins Fahren, das wird nichts. Und die erste Zeit war recht gut, was die Zusammenarbeit zwischen der Politik und der Westbahn betroffen hat. Dann ist allerdings passiert, und das war dann schon nicht zu erwarten und in dem Ausmaß nicht zu erwarten, und ist heute Grund für viele Klagen der Westbahn auf europäischer Ebene gegen die Bundesregierung und dort speziell gegen das Verkehrsministerium oder BMFIT, wie es heute heißt, dass nämlich dort ein Vertrag gemacht wurde, in dem die ÖBB eine Art Vollkaskovertrag für die nächsten 10 Jahre kriegt und zusätzlich noch in Watte eingepackt wird. Also der ÖBB kann am Markt die nächsten 10 Jahre nichts passieren. Das heißt gemeinwirtschaftlicher Leistungsvertrag. Und wir haben gemerkt, dass in der Entwicklung des Vertrages es so war, dass der ursprünglich gut gemeint war und eigentlich wirklich wollte, dass die ÖBB damit sicher dasteht und keine Arbeitsplätze abbauen muss und alles in Ordnung ist, aber sich entwickelt hat zu einem Anti-Westbahn-Vertrag. Also der Vertrag hat immer mehr Aspekte gehabt, die sich genau gegen den Wettbewerb richten. Und ich sage Ihnen nur ein Beispiel, es gibt hunderte solche oder hunderte Details, die erwähnenswert werden, aber ein besonders perfides Beispiel ist, dass in dem Vertrag der ÖBB zugesichert wird, dass die Schienenmaut vom Bund, die Erhöhung der Schienenmaut vom Bund bezahlt wird. Also egal wie hoch die Schienenmaut ist, der Bund zahlt dafür die Erhöhung. Und im ersten Jahr nach dem Vertrag wurde sie um 12% erhöht bei den Strecken und um 60% bei den Stationsgebühren. Und das ist ja nicht, man kann da nicht sagen, das ist ja rein zufällig. Nachdem es 10 Jahre um 2,5% draufgegangen ist, ist im Jahr 1 des Wettbewerbs plötzlich 12% und 60% bei den Stationsgebühren. Und raten Sie, wer es voll zahlt? Ja, der Wettbewerb. Und das ist nur ein Beispiel und es gäbe viele dieser Beispiele in dem Vertrag, die erwähnenswert sind, wo also nicht der politische Wille da war, offen auf den Wettbewerb zuzugehen oder den Wettbewerb überhaupt zuzulassen. Auf der anderen Seite waren unsere Regierungsmitglieder die ersten, die in Brüssel zu allem Ja und Amen gesagt haben. Also die haben mitgestimmt für die Marktöffnung. Die haben beim 4. Eisenbahnpaket ganz hoch aufgezeigt, als erstes ratifiziert in Österreich, als erstes Land. Aber dann national bei der Umsetzung am Markt war es eben nicht so. Und das ist schon etwas, was wir in der Tragweite nicht erwartet haben. Und auch der Herr Haselsteiner, der sicher viel gewohnt ist aus dem Bauwesen, hat sich das nicht erwartet. Es gibt noch andere Beispiele. Ein besonders ungutes ist das von mir jetzt in den Medien stark publizierte Problem mit der Fahrplanauskunft. Die ÖBB hat das Marktmonopol bei der Fahrplanauskunft. Sie nehmen uns darin nicht auf, aber jedes andere österreichische Bahn-, Bus- oder Straßenbahnunternehmen ist aufgenommen, aber sie haben sich entschieden, uns nicht aufzunehmen. Also willkürlich, diskretionär, wir wollen euch nicht. Das müssen wir jetzt einklagen, das kann Monate oder Jahre dauern. Am Ende werden wir es gewinnen. Warum? Weil in Deutschland und Dänemark hat auch die Staatsbahn diese Klage verloren. Und es wird am Schluss so sein, dass der Kunde eben nicht die volle Information hat. Und das ist das Problem. Man weiß sehr wohl, dass es so ist. Man hat das geschriebene Gesetz. Man weiß genau, was im Gesetz steht. Und dennoch hält man sich national nicht im Detail daran, beziehungsweise legt es so aus, dass es nicht wirklich angenehm ist für den Wettbewerb und so dem Wettbewerb eigentlich schadet. Dann geht es weiter. Die zweithöchste Kostenposition in meinem Portfolio sind Juristen. Also Personal ist klar, wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, ist klar, die Mitarbeiter machen den größten Teil der Kosten aus, aber dann sind schon die Anwälte. Und natürlich, ich verstehe das, aber ich verstehe nicht, das geschriebene Gesetz, das Gesetz, das bereits verabschiedet ist, nochmal erkämpft werden muss. Das ist der springende Punkt. Also wir können uns nicht darauf verlassen, dass das, was im Text drinnen steht, für den Wettbewerb dann auch so ausgelegt wird.
Ich habe dann schnell gelernt, indem ich Kollegen von früher befragt habe, die vor 20 Jahren etwa im Airline-Business und vor 15, 10 Jahren im Telekom-Bereich dasselbe gemacht haben. Dort war es nicht anders. Auch die hatten sehr, sehr hohe Aufwendungen, juristische Aufwendungen, um Dinge durchzusetzen, die eigentlich von der Sache her, vom Gesetz her klar sein sollten. Ich schaue nur, etwas Besonderes noch, und vielleicht ist heute auch so, in all meinen Vorträgen sitzen Leute der ÖBB, ich nenne sie inzwischen Spitzel, und das darf ich so sagen, weil die schreiben Wort für Wort mit, was ich sage, nehmen es zum Teil auch auf, und immer wieder flattert dann ein Anwaltsbrief zu mir, ich hätte am 17. dann und dann um 13.23 Uhr gesagt, das und das, es ist aber so und so, und sie weisen mich darauf hin, dass das zu einer Klage führen wird. Also wir sind hier nicht in einem System, das im Wettbewerb, so wie in Deutschland, etwas sieht, was den Markt verändern kann, sondern wir sind in einem System, in dem versucht wird, das Alte zu bewahren und dem Neuen nicht so viel Platz zu geben, dass es schnell gefährlich wird. So möchte ich das zusammenfassen. Strategie ist alles, ist der nächste Punkt. Ich muss jetzt leider auf die Tube drücken. Das sagen alle. Also jeder Chef, und sind alle Chefs hier herinnen, jeder sagt, Strategie, meine Strategie ist super und ich habe eine und die ist super und das ist alles. Beim Startup-Unternehmen hat sich das als besonders wichtig herausgestellt. Warum? Das erste war, unsere Strategie wurde in Stein gemeißelt. Wir haben von ganz früh in den ersten Wochen der Westbahn festgelegt, das ist unsere Strategie am Markt. Unsere Marketingstrategie, unsere Kommunikationsstrategie, unsere Wettbewerbsstrategie, all das haben wir festgelegt und daran haben wir nicht mehr gerüttelt. Wir haben vor allem auch festgehalten an den wichtigen Eckpunkten. Ich habe gesagt, ich wollte vom ersten Tag weg in jedem Waggon einen Steward, einen Zugbegleiter. Und ich weiß nicht, wie oft ich versucht wurde zu überreden, das nicht so zu machen. Bitte nicht in jedem Wagen, das ist viel zu teuer und das funktioniert nicht. Wir haben es trotzdem gemacht. Und es gab tausende Gründe, nicht am 11. Dezember 2011 zu starten. Es gab schon in den ersten Monaten Gründe bei der Bestellung von Stadler zu sagen, ja, machen wir es doch lieber im Februar 2012, weil dann haben wir 3 Monate Reserve. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben an allen wichtigen Punkten stur vom ersten Tag weg festgehalten. Und ich möchte nicht damit sagen, dass wir blauäugig sind oder zu dumm, die Wahrheit zu sehen, sondern dieses Festhalten, dieses Verankern von wichtigen Rahmenbedingungen, von wichtigen Eckpunkten der Firma, hat uns dazu gebracht, die Leistung so zu erbringen, dass die Punkte auch erreicht werden. Milestones eingefroren ist ein anderer wichtiger Punkt. Wenn mal was erreicht ist, zum Beispiel das IT-System in einem gewissen Zustand ist, besteht die Gefahr, dass man draufkommt, das ist nicht gut genug oder ist eigentlich nicht das, was wir aus heutigem Wissen wollen. Und dann wird nochmal an einem Milestone was verändert. Und auch das haben wir nicht gemacht. Also Dinge, die fertig waren und dennoch nicht perfekt aus der damaligen Sicht, die haben wir nicht weiter verändert, um nicht die Zeit, die dann noch übrig blieb bis zum Start, dafür wegzunehmen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt. Und ich kann das nicht oft genug betonen, wer am Weg in einem Startup nochmal was ändert, läuft Gefahr, den Start zu verpassen. Eine wichtige Lehre aus unserem Unternehmen. Und ganz wichtig und mein Lieblingspunkt, ein Startup ist keine Demokratie. Also es geht nicht darum, hier über alles zu diskutieren und jedem zu sagen, du bist auch gut und deine Idee finde ich auch toll und wir stimmen jetzt darüber ab, ob wir Stewards aufnehmen in jedem Wagen oder nur in jedem zweiten, sondern der Plan ist Gesetz und da geht nichts drüber. Und das stößt manche Menschen und auch Investoren natürlich vor den Kopf, weil am Weg wird man klüger und am Weg ändern sich oft die Rahmenbedingungen, aber wir haben das gemacht. Und diese 4 Punkte zusammen haben es bewirkt, dass wir heute pünktlich starten werden. Also in 31 Tagen geht es los. Jetzt noch ganz kurz ein Lieblingsthema von mir, Plan B. Ich habe ausgeschlossen, dass es bei uns Plan B gibt. Ich habe es nicht erlaubt. Ich habe nicht erlaubt, dass irgendein Mitarbeiter Zeit mit Plan B oder gar Plan C verschwendet, habe ich gesagt, extra. Wohlwissentlich, und ich möchte nicht, dass Sie glauben, dass wir blauäugig sind oder blauäugig waren. Wir haben nicht gesagt, wir brauchen das nicht, wir schaffen das schon, wir sind so toll, sondern die Beschäftigung mit dem Plan A, mit dem ursprünglichen Plan A, hat dazu geführt, dass Plan A aufgegangen ist. Und das war in fast allen Fällen so. Und wenn es einen Plan B braucht, dann muss man ihn herauszaubern. Aber wir haben nicht von vornherein damit Zeit verbracht, einen Plan B zu machen.
Mitarbeiter, da gibt es eine amerikanische Weisheit, die heißt Hired by Ability and Fired by Personality. Das heißt einfach, ich stelle jemanden ein, weil er das Studium hat, dieses Fachwissen hat und bla bla bla. Der ist geeignet für den Job, aber dann, wenn er bei der Weihnachtsfeier zu viel trinkt und sich schlecht benimmt oder bei den Vorzimmerdamen sehr, sehr ungute Dinge hinterlässt, dann schmeißt man ihn raus. Und das ist so eigentlich der normale Zugang. Es ist so, man heuert jemanden an, weil er was kann und man schmeißt ihn vielleicht wieder raus, weil seine sein Wesen nicht dem entspricht, was man erwartet hat. Und wir haben das für uns ausgetauscht. Wir haben hired by personality und fired, wenn notwendig, wenn es sein muss, by ability. Das heißt, ich habe mich bei den ersten 10 Mitarbeitern mit sympathischen Menschen umgeben. Ich habe gesagt, wenn ich schon da sitzen muss allein und das ist alles so schwierig, dann nehme ich wenigstens die sympathischen. Nicht der Jurist, der das letzte Fünkchen Wahrheit kennt oder das letzte Wissen hat, sondern ich nehme die sympathischen. Und das hat dazu geführt, dass wir heute ein System in der Westbahn haben, wo wir 55% Frauenanteil haben, eine bunte ethnische Mischung auch haben aus vielen, vielen Ländern, eine Altersstruktur, die nicht nur junge Menschen hat, sondern auch einige über 50-Jährige hat und dass wir vor allem sehr, sehr viele für mich sympathische Menschen in unserem Umfeld haben. Und ich kann das gar nicht oft genug sagen und hätte mir das jemand vor 4 Jahren gesagt, hätte ich ihn ausgelacht. Ich bin nicht als Menschenfreund bekannt und ich bin nicht der Kuschelbär, mit dem man über alles reden kann, sondern ich hätte das nicht geglaubt. Und heute ist es so, wir haben 180 sehr sympathische Menschen, die meist auch sehr gut in ihrer Ability sind, also in dem, was sie machen. Und wir haben heute einen Drive in dem Unternehmen, der sich doch wesentlich unterscheidet von dem, was ich aus anderen Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, und das waren auch schon einige, kenne. Jetzt sehen wir noch ein paar. Habe ich erwähnt, 55% Frauenanteil. Und die Frauen verdienen natürlich genau das Gleiche wie die Herren. Wir sind fast fertig. Ich komme zur letzten Folie. Die Frage war am Anfang, ökonomischer Selbstmord oder richtungsweisende Idee. Dieses Produkt haben wir daraus gemacht. Die Westbahn, die fährt jetzt noch schnell durch, 10 Sekunden. Gleich. Inzwischen dann noch was fragen. Gleich, ganz kurz. Die Pointe dürfen wir nicht ver. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann ich es zusammenfassen? Kann man einen Vortrag in einem Satz zusammenfassen? Ist es eine Schnapsidee, ein ökonomischer Selbstmord oder ist es eine richtungsweisende Geschäftsidee? Ich bin zum Schluss gekommen, die Kunden werden es entscheiden. Die Kunden werden entscheiden, ob sie in den schönen linken Zug gehen oder in den schönen rechten Zug gehen. Die werden entscheiden, ob sie es besser bei uns finden oder bei den anderen finden. Also es lässt sich heute nicht sagen. Wir sind natürlich von unserem Produkt überzeugt und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. Applaus